Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon XD. Und ich stehe gerade nicht ohne Grund auf der Maschine, denn wir haben was zu erlösen. So, ich habe nachgeguckt. Wir bekommen Dragoran erst dann, wenn wir jedes andere Krypto-Pokémon erlöst haben. Ich habe schon ein bisschen Vorarbeit geleistet und ein bisschen im Kreis gelaufen, sodass jetzt, Mist, können wir ja nur nach Reihenfolge, sodass jetzt jedes Krypto-Pokémon erlöst werden kann. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Zapdos ist, zack, erlöst. Ist natürlich jetzt die Frage, was Zapdos für eine spezielle neue Attacke bekommt. Ich meine, diese fetten Krypto-Pokémon vom großen Meister, ich glaube, das ist Sondersensor, oder? Ich glaube nicht, dass Zapdos Sondersensor so lernt. Vom großen Meister haben ja 4 Krypto-Attacken und dementsprechend lernen es jetzt 4 neue Attacken. Da fette. Aha. Metal Sound. Und Donnerblitz. Generell recht nützlich, aber ist okay. Ist okay. Ein Band erhalten. Gut, wer ist jetzt danach? Zapdos oder Lavados? Wen habe ich als nächstes in Box 2 gesteckt? Lavados. Wird der Vogel des Feuers erlöst. Lavados sieht vom Aussehen, vom Körper her, ein bisschen so aus wie diese Vögel, die ihren Kopf immer in Wasser tunken. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, der lernt auch Sondersensor, dann ist das, glaube ich, die spezielle Krypto-Attacke. Morgengrauen. Cool, Recovery. Irrlicht. Und Flammenwurf. Dann wird Arctos wahrscheinlich Eisstrahl lernen, auch Sondersensor und noch 2 andere Attacken. Morgengrauen ist so eine Sache. Ist stärker in der Sonne, aber schwächer im Rest des Wetters und normal bei normalem Wetter. Im Großen und Ganzen würde ich Ruheort den Morgengrauen vorziehen. Nur haben so Pokémon wie Lavados dann halt eine Bodenschwäche, die halt vorher eine Immunität war. Ist bei Zapdos genau das gleiche. Dementsprechend muss man da aufpassen. Natürlich sind dann die Steinsattacken natürlich wieder neutral. Wobei bei Lavados natürlich dann immer noch sehr effektiv. Aber nur noch sehr effektiv. Naja, man muss sich das überlegen. Gut, Vitalglocke. Ja, jeder hat so einen Heal-Move. Ja, eigentlich jeder. Zapdos hatte keinen. Da war es Staffette. Dunkelnebel. Das ist doch jetzt kein Krypto-Pokémon mehr. Warum lernt es nicht Weißnebel statt Dunkelnebel? Egal. Und Eisstrahl. Und natürlich wieder ein Band. So, was kommt als nächstes? Was haben wir denn noch so übrig? Ach, Rizeros. Rizeros. Ach ja, die Animation von Rizeros stampft einfach die ganze Zeit hin und her. Auch schön. Und es erlernt Vielender. Vielender. Rechte Hand. Das wird die Spezialattacke sein, wahrscheinlich. Grimasse. Und Erdbeben. Okay, und ein Band. Nope, kein Band. Kein Kosename. Jetzt kommt Tauros dran, was dank seines Normaltyps am längsten gebraucht hat, um zu erlösen, weil es halt kein erhöhtes Fluidum gibt. Oh ne, warte. Jo. Erinnert sich auch wieder an Erdbeben. Heilung, die spezielle Attacke. Und dann noch ein Rutenschlag. Rutenschlag. Na gut, das ist ein Rind.
also kein rennenden Bulle. Dementsprechend, ja, Hundenband. Da ist der Rutschlag für die Fliegen ganz gut, aber ansonsten. Und Kokowai. Kokowai. Das Pokémon, das sich aus einem Sixpack Eiern entwickelt und dann eine Kokos aus, und dann daraus Kokosnüsse werden. Ach ja. Und Kokowai lernt Psychokinese. Oh, das ist cool. Heilung. Hypnose. Und dann die Kraft. Interessant. Keine Pflanzenattacke. Wer kommt denn jetzt dran? Übrigens, damit erlebt ihr ein Pokémon früher, also eine Erlösung früher, die Erlösung von Lugia. Also Lugia gäb's ja kein, kriegt man ja Dragon nicht. Zack. Und Electek ist jetzt auch fertig. Kleiner Funfact, in Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2 hat der Electek nicht 5, sondern 6 Finger an seinen Händen. Das haben sie in Pokémon Stadium 2 sogar noch mit reingetan, weil ich weiß nicht, ob sie es nicht gemerkt haben. Spotlight scheinbar die spezielle Attacke. Ich weiß nicht, ob sie es gemerkt haben, nicht gemerkt haben oder dachten, es sei richtig in dem Moment, dass sie es in beiden Spielen drin gelassen haben, aber hier haben sie es wahrscheinlich geändert. Ich kann es jetzt aus der Entfernung nicht sehen, aber es sollten 5 Finger sein. Und der letzte ist Voltenso. Zack. Um, zang. Donner. Heilung. Ja, Heilung. 0815 Attacke, wenn sich die Leute nichts Besonderes einfallen lassen können. Regen kann's für den Donner und das war's. Bin aus Versehen auf Ja gekommen übrigens. Also nicht, dass ihr euch wundert. Und das war's. So, Leute, jetzt wird's interessant. Ja, ich gehe einmal kurz raus, guck, ob's Tatütata macht und das die Queenradar ankommt, aber nein. Das heißt, wir müssen Lugia auch noch erlösen. Und jetzt wird's interessant. So. Jetzt machen wir natürlich schön in Box 5, weil das die schöne goldene Mitte ist. Und oh, Lapras kann man dahin. So, und jetzt kommt das simple, wie auch witzige und eigentlich komplizierte. Warte mal. Ah ja. Dann kommt das simple, wie eigentlich dumme. Kryptolugia ist das am schwersten zu erlösende Pokémon. Es sei denn, man hat von Anfang an die Intention, jedes Forum auf maximales Tempo zu bringen. Denn nur wenn der Krypto-Orb maximale Power hat, kann man einfach das machen. Irgendwas ist an Lugia ist anders. Vielleicht. Und zack, ist es erlösungsbereit. Ja, komplett auf einmal weg. Das heißt, es ist die leichteste und die schwerste in 1. Denn es geht am schnellsten, da man es einfach nur reinlegen muss. Aber man muss es natürlich erstmal auf Maximum bringen. Ja, da ist ein Pokémon, das man erlösen kann. Und jetzt seht ihr die Erlösung, die am eindrucksvollsten ist. Denn es wird von schwarz zu weiß. Und damit wäre Lugia erlöst. Ja. Erinnert sich an Psychu.
An Daunenreigen. An Erdbeben. Und Hydropumpe, soweit ich weiß. Ja. Ich meine, dass der Psy-Schub die Spezialattacke ist, weil die eigentlich die spezielle. Oh. Hey, Bajim. Wie ich hörte, hast du es geschafft. Kryptolubia hat den Lösungsprozess erfolgreich durchlaufen. Diese Krypto-Idioten haben gedacht, das ginge nicht, aber wir haben ihnen das Gegenteil bewiesen. Bajim, das ist dein Verdienst, weil du nie verzagt und immer alles gegeben hast. Ich bin so stolz auf dich, mein Schatz. Danke für alles. Genau. Ja, Psy-Schub ist eigentlich die Spezialattacke von Deoxys. Und in diesem Spiel kann sie Lugia lernen. Ja, 140er Attacke, 90er Trefferquote. Aber im Vergleich zu anderen dieser Attacken. Hat die gleiche Wirkung wie zum Beispiel Hitzekoller. Und Hitzekoller, wer war es noch? Und Blättersturm. Ja. Als Psychoattacke. Okay. Machen wir es mal so. Ey. Mann, so. Tauschen. Jo, diese verlangsamte GameCube-Steuerung. Da ist immer so eine kleine Verzögerung drin, die aber... Ui, was ist denn jetzt los? Die aber vorherbestimmt ist. Also die ist... Nicht wegen der Aufnahme, sondern... Also nur das kleine gerade war wegen der Aufnahme. Aber ansonsten die leichte Verzögerung halt... gegeben. Die ist normal. Oh. Ihr könnt mal die Items alle runternehmen. Nehmen. Achso. Oh nee, dann das lassen wir lieber. Dann müssen wir hier mal ein Steam aufnehmen. So, eine Sache können wir noch machen. Wir können den Krypto-Orbis mal auseinandernehmen. Wir haben ein Käfer-Pokémon. Das ist okay, das reicht. Das heißt, bis auf Forum 5 nehmen wir alle jetzt raus. Das heißt 4, 8, 12, 16. 20, 24, 28, 32 neue Pokémon. Das heißt... So... 1, 2... Quatsch. 3, 4... 3, 4... Ach Mist. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kommt das hin? 32, 36 und noch Dragoran 37, ja. Jo. Reiner Erlösungspart, wie ihr seht. Aber es muss auch nochmal sein, denn es ist ja eine der letzten. Okay. Bewegen. Zack. Zack. Nein, so. Zack. Was mache ich denn hier für einen Scheiß? So, zack. So. Zack. So, next. So. Das kann eine Weile dauern.
Okay. Dann. Und ihr dran. Na. Diese leichte Verzögerung kann manchmal richtig nerven. So.